Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Kiddy Koo Mario, die Beta-Version, wie wir immer noch sehen können. Und ja, es geht an die letzten drei, vier Welten. Vielleicht sollten wir uns von hinten nach vorne arbeiten. Ich probiere das jetzt einfach mal. Das ist irgendwie... Ah! Oh mein Gott, was habt ihr mit den Yoshis gemacht? Oh mein Gott! Mein Yoshi! Okay. Ach, ich kann nicht fliegen! Oh, fix! Ich erlaube mir jetzt mal das Save State zu laden, weil ich hätte mir jetzt erstmal wieder alles geholt. Ich bin jetzt mal so dreist und mach das so. Okay. Nein! Nur sind wir da! Oh mein Gott! Toad! Nein! Nein! Oh, das ist doch echt nicht wahr! Ach, kommt schon, Leute! Ich habe noch nicht mal richtig mit der Welt begonnen! Oh Mann, heute die Aufnahmesession ist nicht so recht mein Tag. Muss ich mal so meinen. Die armen Yoshis! Lass mein Yoshi bei mir! Nein! Oh, verflixt! Jetzt muss ich aber zusehen, wie ich klarkomme. Oh mein Gott! Was ist noch mit euch los? Ich hätte die schon gerne wieder. Die Feder. Nein! Oh Gott! Die Feder, mein Freund und Helfer! Oh mein Gott! Das sind Zahlen! Oh, ich habe so eine Ahnung, was hier kommt. Das ist so ein Gegner aus dem Trailer. Was haben die Buchstaben zu bedeuten? Ist das vielleicht der Lachen oder sowas? Oder oben auch schon wieder dieselben Buchstaben. Genau. Wir müssen jetzt wird da gleich einen Würfel werfen und dann kommen Raketen. Wir dürfen da nicht mal auf dieser Zahl stehen und wir standen gerade so schön auf nur 4. Ja, und wir müssen uns diese Dinge auch genau hier zunutze machen, um zu den Toad dort oben zu kommen. Flickst. Die Eins fliegen weg. Nein! Verdammt, ich noch eins. Okay. Ich kenne den Boss eigentlich nur aus den Trailern. Von diesem Spiel. Scheiße. Somit ihn jetzt noch vernünftig erwischen. Eine 6. Ups, und da war es auch schon. Ich erlaube mir jetzt nochmal den Save zu laden. Verdammt. Oh, Moment mal. Eigentlich könnte ich mir weiter eher nochmal ein Safe State setzen, und zwar, als ich genau hier bin, setze ich mir mal den Safe State. Ja, ist in Ordnung. Oh! Jetzt ist der Yoshi weg. Ach, Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Dreien fliegen weg. Das reicht nicht! Und! Ja! Einmal erwischt. Genau, jetzt werfen wir nämlich 2 und ich muss aufpassen, welche wegfallen. Boah. So, okay, ganz ruhig. Und! Oh, Gott sei Dank. 2 und 3. Ja, abrutscht auch nochmal, nicht wahr? Ist es nicht so? Und, halliop! Okay, 3 sind weg. Und! Okay, noch ist es erbaulich. Erschwing dich so, jetzt kriegt man ein Problem. So, und lass es vorbei sein. Scheiße! Oh mein Gott, nur die Dreien. Ich hab Angst. Ich sag doch, ich hab Angst. Scheiße! Ah! Okay, bitte noch einmal den Spaß. Yoshi, stehen bleiben! Stehen bleiben! Oh, gerade so nochmal aufgesattelt. Ich weiß nicht, ob mir der Yoshi groß irgendwas bringt. Wir werden es sehen. Die 4. Gut, alles klar. Okay. Okay. Alles rocker. Bisher. Ja, es hat gereicht. Okay. Wir gehen in die zweite Spielrunde. Ich würde jetzt mal so fast ausgehen, dass da... Hey, wollte schon sagen, dem fehlen da Haare. Und! Ja! Perfekt! Genauso gut wie beim letzten Mal. 2 und 1. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass er die 3 nie erwürfeln wird. Nicht ohne weiteres. Okay, okay, und... Ja, hat gereicht. Oh scheiße, jetzt würfelt doch schon 4. Doch, die 3 ist auch mit dabei. Okay, da habe ich mich wohl geirrt! Verflixt! Gott! Ach nö! Das kann's doch wohl nicht sein! Da geblieben, Yoshi! Nochmal. Okay, jetzt kommt der Kollege wieder. Wir kriegen das hin. Wir müssen nur schnell genug schalten, was erwürfelt wird.
Die 3 fällt weg. Gut, diesmal vielleicht die 3. Tja, so leicht kann man sich irren, ne? In der ganzen Materie. Und. Ja, hat gereicht. Uns verschwindet nur eine Zahl. Muhahaha. Okay, können wir mit leben. Gut, okay. Meinetwegen, da ist der Yoshi eben weg. Und. Ja, er wirbelt 2. Huh. Schnell runter. Die wenigsten Zahlen. Oh Gott. Und hopp. Ja, er würfelt 3. Nicht 4. Okay, ruhig. Okay. Gott. Okay. Nein! Verdammt! Ah, verflixt. Jetzt würfelt er aber 4. Och. Nein! Ach, knapp daneben gehoppt, weil er sich auch wegducken musste. Böser Mario. Okay, nochmal, wir haben ja Zeit. Wir haben ihn ja noch nicht oft genug gesehen, nicht wahr? Also alles ganz easy. Bisher. Ich glaube, das ist auch noch zu leicht. Da kommt garantiert noch mehr. So wie wir das Spiel inzwischen kennengelernt haben. Bäh. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Tiger. Okay, einmal, zweimal. Und hopp. Ja, nur ein Würfel. Sehr gut. Ja, auf der 3 kann ich stehen bleiben. Okay, Nein. Boah, das war jetzt aber knapp mit den Yoshi. Und. Ja, er würfelt 2 statt 3. Okay. Kann ich die fressen? Nee, kann ich nicht. Na! Verflixt. Yoshi opfern müssen. Scheiße. Jetzt würfelt er aber 3. Oh oh. Auf der 1 kann ich stehen bleiben. Die ist definitiv. Noch nicht dabei. Segel. Und da war's vorbei. Jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Nochmal! Komm schon. Wie gesagt, ich nutze den Selbsthit eigentlich nur um, dass wir gleich wieder beim Boss beginnen. Und nicht immer den Yoshi holen müssen. Die 4 geht weg. Okay, kann ich mit leben. Okay. So. Ja, fliegt weg. Weg mit den Shit! Hat gereicht. Perfekt. Gut, 5 geht weg. Kann ich auch mit leben? Nein! Oh, ich habe noch gekriegt. Wahnsinn. Den habe ich jetzt schon als verloren angesehen. Aber 2. Die 5, die 2. Einmal so. Einmal diesen. Einmal hepp. Ach, scheiße. Jetzt würfelt er auch noch 3. Nein, Yoshi! Ach, er wendet wieder. Darum. Alles klar. Sonst hätte ich ihn nämlich vorhin schon verloren. Okay. Und. Ach, komm schon. Ja, erwischt. Okay. Hopp. Kriegen wir hin. Noch ist alles total easy. Okay, 4. Da 1 kann ich stehen bleiben. Okay. Und noch einmal. Hopp. Oh, besiegt. Wo kann ich landen? Gott! Und nur? Was jetzt? Ich hab Angst. Soll ich vielleicht in den Roboter-Dingens hier reinspringen? Ey, das ist ja echt fies. Was muss ich dann machen? Verflixt. Nochmal laden. Vielleicht muss ich es doch so machen, dass da mir immer einen Würfel mobst. Also versuchen wir den gleich nochmal. So, halt, aber voll scheiße, Mann. So, würfeln. 4. Ist in Ordnung, geht klar. Alles easy, dude. Und spring. Okay, du würfelst jetzt nur einen Würfel. Soll mir aber noch recht sein. Noch, ich betone auf noch. Nein. Ach, Yoshi ist weg. Verflixt. Blub. So, jetzt musst du aber 3 würfeln. Okay. Ganz ruhig. Nein! Ach, nö. Jetzt wird's schwer. Richtig schwer.
Sag mal, warum hast du keinen Drehsprung gemacht, Mario? Genau den wollte ich jetzt machen. Eine Sauerei. Okay, nochmal. Ich will das jetzt schaffen. Und? Was jetzt? Okay. Okay. Sorry, Leute, wenn ich jetzt nicht so viel sage, aber ich weiß nicht. Ey, da kann echt nicht den Absprung machen. Da kann nicht den Überlaufsattelsprung machen hier. Ich hab's gerade eben nochmal probiert. Nein! Nee, da kann auch keinen Drehsprung machen, wie ich sehe. Wahrscheinlich ist das ja da der Schwierigkeitsgrad, dass er hier nicht einen Drehsprung macht, um sich vor den Sternchen und den Punkten zu schützen. Wer weiß. Jedenfalls kann ich hier nicht den Drehsprung ausführen. Drei Würfel. Und wir würfeln. Keine sechs. Kann ich auch stehen bleiben? Ich sehe so viele Punkte, Leute. Da wird man ja echt bekloppt. Oh oh. Angst. Das war knapp. Eine knappe Kiste. Ah, die Einsen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und noch einmal erwischt. Vier Würfel. Eins ist weg. Stelle ich mich eben auf die vier. Oh Gott. Okay. Und noch eine Runde. Fünf Würfel. Was bleibt übrig, die fünf? Ich habe meistens nicht so die Zeit, um mir alle Zahlen anzugucken. Die Zeit reicht einfach nicht. Okay, nochmal und nochmal und... Aha! Aha! Das wahrscheinlich ist... der Trick. Der Kopf muss übrig bleiben. Das war wahrscheinlich Sinn und Zweck der Übung. Ugh, Leute, mir klopft das Herz von diesem Boss. Auch wenn er eigentlich gar nicht so schwer war. So, wie üblich, wir holen uns jetzt erstmal den Yoshi, noch eine Feder... und machen dann die nächstbeste Welt dort unten. Ja. Auf jeden Fall, die Mega Man-Welt, die will ich mir erstmal noch bis zum Schluss aufheben, Leute. Die kam mir doch ein bisschen arg hart vor. Und wenn ich mich recht zurückerinnere, war die auch nicht ohne gewesen. Wenn es hochkommt, war das sogar eine von denen, wo ich Safe States genutzt habe. Ich meine, ihr seht ja, ich nutze schon selten Safe States, aber das Spiel, das ist... die Beta, die hat echt in sich. Also, das ist echt hart. Hart, härter am Herzen. Hart, härter Gerhard. Ja, genau so. So, erstmal Safe Staten. Und dann schauen wir nochmal dort unten vorbei. Schauen wir zumindest nochmal in die andere Welt hinein. Dass wir heute überhaupt noch was anderes sehen. Nicht wahr? La 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 la. Und wir haben hier... was ist denn das? Das sieht aus wie eine Final Fantasy Figur. Und zwar dieser... Roboter. Ach du Scheiße. Oh! Ja, wenigstens der geht. Sonst wär's das jetzt. Ach du Scheiße. Ey, ich glaube, das funktioniert nach Rhythmus, wie so ein Stein entsteht. Scheiße. Bitte selbst nicht laden. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Welche Melodie war das? Das war eine Kirby-Melodie. Okay. Safe State hier und schaut mal nochmal rein. Es ist dunkel. Und wir sehen so ein Dingens. Okay. Ach nee, das ist hier eine Mario-Melo. Mann, Yoshi, was ist denn los? Spring doch endlich mal. Och Mensch. Das ist doch echt scheiße. Nochmal. Und nochmal. Weil es so toll ist. Da, da, da. Schon wieder. Ey, Yoshi. Das gibt's doch wohl nicht. Nochmal. Abgestürzt. Ey, das gibt's nicht. Er landet immer genau in der Rille. Das kann doch bald nicht sein. Okay. Ja, genau. Dankeschön. Scheiße, Mann. Nochmal. Nochmal, sag ich. Also dann. Okay, ganz vorsichtig. Nein! Ich hab's nicht geschafft! Moment mal. Hey, 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 hey! Was ist das? Oh mein Gott!
Das ist neu. Ah! Okay, das war's. Leute. Erstmal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part dabei. Und wenn noch eine Runde gefailt wird, stehen ja noch mindestens 2 Welten offen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss und bis zum nächsten Mal.